Ja, es gibt auf der IAA eine ganze Menge richtig cooler Studien und auch schöne Elektroautos. Das hier ist auch ein Elektroauto, aber ich finde es nicht schön. Es fährt ungefähr 500 Kilometer rein elektrisch, wiegt nur 650 Kilo, also ingenieurstechnisch wahrscheinlich eine richtig gute Leistung. Aber designtechnisch ein absoluter Flop. Das ist der Ford Mondeo Veniale, eine super Luxusversion des neuen Mondeo. Ja, hat Leder an Bord, alle mögliche Luxusausstattung, sehr viel Komfort. Sieht eigentlich auch gar nicht schlecht aus, so richtig schön amerikanisch, bullig. Ja. Warum ist das dabei ein Flop? Ganz einfach, Ford schließt ja in Europa Fabriken und irgendwie haben die ganz vergessen, sich zu überlegen, wer soll das Ding eigentlich für uns bauen, für den europäischen Markt. Und deswegen gibt es den neuen Mondeo erst Ende 2014 und diese Top-Ausstattung Veniale sogar erst 2015. Deshalb ein Flop. Ja, wenn es darum geht, ein totes Pferd nochmal so richtig zu prügeln, da ist die Marke Lancia Meister drin. Mit der ehemaligen Kultmarke ist ja nicht mehr so viel los. Zum Teil werden Chrysler-Modelle als Lancias umgelabelt und hier verkauft oder das, was übrig bleibt, ein bisschen aufgehübscht. Der Y zum Beispiel hier als Elefantino-Sondermodell mit pinken Kampfstreifen. Also für mich ist das ein Flop, weil wer die Kultmarke Lancia kennt, muss sagen, damit hat das eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ja, wenn man so über die Messe geht und den Smart-Stand besucht, dann springt einem das hier ins Auge. Das ist der Smart 4Joy. Wieder mal nur eine Studie, denn der echte Smart, auf den wir ja alle schon ewig warten, der hat es immer noch nicht auf die Messe geschafft. Ja, stattdessen ist das hier ein Ausblick auf den neuen Smart, auf den viertürigen oder zweitürigen, so genau weiß man das noch nicht. Er hat überhaupt keine Türen, diese Studie, dann kann man wenigstens schnell aussteigen. Für mich ist das wirklich ein Flop.